Alter, da läuft ja noch weiter. Yeah. Wow, die rumst aber ganz schön, wa? Hallihallo, mein lieber Herr Gesangsverein. Böse. Ach, jetzt bin ich hier. Okay. Na komm. Spratzel. Ich nehme jetzt auch mal wieder die hier, ne? Sonst verschwende ich nur wieder unnötig Munition. It's locked. The Master Key, na klar. Florian, danke für deinen Follow. Dankeschön. Der Master Key. Irgendwie fühle ich mich an Zelda erinnert. Der Master Key, da war doch was, ja. Mal gucken, ist Ada hier noch drin? Ada the Luda. Ada? Where did she go? Wie immer, Ada ist natürlich nicht da. Es ist zu gut jedes Mal. Er ist der beste Polizist der Welt. Kann auf niemanden aufpassen, ey. Ist auch nichts mehr. Zumindest was liegen lassen. Wo ist sie hin? Gibt's ja nicht, hä? Die Olle. Drüben ist bestimmt nichts, aber ich guck trotzdem mal. Nee. Nee, da ist nichts. Tja. It's locked. Gehe ich halt mal hier drüben hin, ne? Bin ich auch locked, okay. Ja, na klar, sie. Resident Evil 1? Nee, das kommt dir nur so vor, weil. Ah, hier bin ich, okay. Das kommt dir vielleicht so vor, weil ich den ersten Teil auf der One gespielt habe, weil das ein Remake ist und. Das hier ist ein GameCube-Spiel. Deshalb sieht das natürlich nicht so mega geil aus. Geht nur schwierig, sag ich mal. Aber klar, dass das Remaster dann für die One besser aussieht als das jetzt hier. Mit einer Keycard, na klar. Das sieht frostig aus. Also das normale Original, das sieht auf jeden Fall deutlich schlechter aus, du. Hm. Und hier. Fuse Case, na klar, ja damit. Nehme ich alles. Ist hier noch eine Pflanze? Das Grüne? Nee. If I had a fuse case. Ja, so ein Glück, dass ich so ein Ding habe. Mann, das ist ein Hightech-Gerät hier, hä? Ist das ein Screenshot vom ersten? Sehr schön. Ach. Es hat halt nach wie vor eine geile Atmosphäre, finde ich. Na klar, nehme ich das. Ich weiß nicht genau, wofür ich das Ding brauche, aber ich nehme es mit. Looks like computer for organizing data files. Faszinierend, was Computer heutzutage alles können. Dateien organisieren. Spiele zocken, Pornos gucken, im Internet surfen, Wikipedia, sich weiterbilden. Faszinierend. Ja, es wurde nur der erste remastered, genau. Und das auch nur, weil es eben ein richtiges Remaster auf dem GameCube gab. Das hier ist im Grunde nur ein bisschen die Auflösung erhöht. No response.
No Power Supply, klasse. Das hier ist im Grunde nur ein bisschen die Auflösung erhöht. Ich weiß nicht, ob die Hintergründe viel hübscher sind als auf der PlayStation-Version. Aber ja, mega hübsch ist es nicht. Ich finde aber trotzdem, man kann es noch erstaunlich gut angucken und auch spielen. Also ich habe schon sehr viel hässlichere Spiele gesehen, muss ich sagen. Aus dem Alter gerade, also dafür, dass es ein PS1-Spiel ist, bin ich ehrlich gesagt erstaunt, dass das noch so gut sich gehalten hat. Ah, shit, das war falsch. Na, hier komme ich auch nicht hin. Na schön, ich mache aber nochmal eine Pinkelpause. Und danach machen wir weiter mit Resident Evil 2. Wenn ihr mir noch nicht followt, dann freue ich mich natürlich unheimlich über einen Follow von euch. Follows tun nicht weh und bereiten Freude. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Schön brav bleiben. Immer die Hände über der Decke halten. Ihr Lümmels. Willkommen zurück beim Xbox Front Twitch Stream mit einem Klassiker des Horror Survivals und einem GameCube-Spiel mit Resident Evil 2. Wir sind schon im Labor, das heißt nicht mehr lange. Und das Ding ist durch. Und dann kommt schon der nächste Teil, Resident Evil Zero. Heute wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube auch, ich kriege das hier nicht mehr durch heute. Aber sag niemals nie, wa? Resident Evil 2 Reborn, das ist bestimmt ein Fan-Remake, oder? Und wie ich Capcom kenne, haben sie doch bestimmt das Ding verboten, oder? Würde ich jetzt mal vermuten, dass Capcom da so strikt ist und sagt, nee, ist nicht. Dürft er nicht. Oh, du Arschloch! Oh, fuck it.
Nachladen. Ja. Ach komm, du Penner! Ich verarschen, ey, dieser Schweinehund. So ein Affenjunge. Zum Glück habe ich mehr als genug Heilung mittlerweile. So, was haben wir hier? Library Security. Das kann man doch auch schon alles. Alles nichts Neues hier. Was glitzert da so schön vor sich hin? Lab Keycard. Na klar, nehme ich die. Und noch ein Liebesbrief. User Registration. Username Guest, Password None. Das ist so einfach, hier reinzukommen. Oh Mann, ey. Hast du hier noch was Schönes? Die Leiche eines Forschers. Sieht aus, als wäre Öl darüber gekippt worden. Brauchen wir nicht Öl anzünden? Liegt, scheint irgendwie so naheliegend, hä? Vielleicht zu naheliegend. Hä? Ach so, ach, ich nehme wieder die falsche Munition. Ich bin blöd, ey. So. Und die rüste ich jetzt mal gleich aus, denn da drüben lauert doch bestimmt irgendwas Böses wieder direkt auf mich. Ich kenne doch das Spiel mittlerweile. Stimmt, ja, Genbo ist gar nicht da. Du hast recht, der war gestern auch schon nicht da. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Oh, Penner. Dreckschwein. Geht doch. Blöden Arschlöcher. Was haben wir denn hier? Das leuchtet so schön grün. The interior has been destroyed by the plant. Toll, alles kaputt durch das Pflänzchen. Hier vielleicht was. Jawohl. Ink Ribbon, na klar, nehme ich doch. Was ist das für ein... der Volltrefferautomat. Sehr geil. Nehme ich. Nehme ich doch alles mit. Heilung sieht auch noch gar nicht so schlecht aus. You've unlocked it. Spitzenklasse. Dann kann ich ja direkt wieder zurück und die Keycard benutzen. Du musst zum Training, jetzt um die Zeit. Wo gehst du hin trainieren, sag mal? Alter Schwede. Nachttraining. Na gut, dann viel Erfolg. Mach's gut, Hero. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nein, ich will zu blau. Nur abends Training. Das sind Zeiten, wa? Hm. Ach, naja. Faszinierend, er benutzt die Karte auf Anhieb. Krass. Bin begeistert. Ich will ins Inventar gehen. Das ist ja ein Traum. So. Ah, fuck. Jetzt. Ein scheiß Ding. Ah, shit, ich wollte doch zurückgehen. Oh nein. Alter, wie sie weghaut, wenn der da mit dem Ding ballert, ne? Boxtraining. Ach so, du boxt. Okay, krass. Nee, ich bin gar nicht vergiftet. Super, aber ich benutze es mal lieber, ne? Ah! Du Luder! Pack da die Peitsche aus. Perverse kleine Dreckspflanze hier. What?
dann nur einmal noch peitschen wollen. Strange. Da glitzert wieder was. Na klar, ach, eine Magnum nehme ich doch immer. Musst du mich gar nicht fragen, die nehme ich auf Anhieb, du. Kannst du aber sicher sein, ey. Ach so, das war... Ja, ey, da zuckt er schon wieder. Muss ich das jetzt schon benutzen? Nee, ne? Da muss ich erst... Da brauche ich erst diesen einen komischen Behälter. Aber... Leute, Alter, mach mich nicht so fertig. Posa, danke dir. Was geht denn jetzt an? Danke, Posa. Sehr schön. Alter Schwede. Fängt es plötzlich an zu klingeln hier. Das ist ja übel. Macht mich nicht fertig, Leute. Ach, genau. Ich muss doch hier in der Mitte. Muss ich doch diesen Fuse reinsetzen, den ich da jetzt vorhin aufgeladen habe. Das habe ich voll vergessen. Aber den kann ich ja hier in der Mitte benutzen und dann kann ich diese Sicherheitstüren aufmachen. Jetzt dämmert es mir wieder. Hier. Fuse. Was? Stand ich jetzt nicht richtig, oder was? Domain Fuse, ja. Will ich doch, benutze es doch auch. Stand ich nicht richtig, toll. Mann, oh Mann, ich werde noch reich. Sehr geil. Sehr schön. Kann ich ja morgen erstmal mir einen schönen Döner holen. Nee, aber ich habe ja erst wieder groß investiert. Ich habe mir nämlich gestern, ist Hetzen da? Nee, ne? Aber dank Hetzen konnte ich mir noch so eine Capture Card holen. Das heißt, ich habe jetzt drei und bin am Überlegen, ob ich mir vielleicht nicht noch eine zweite Kamera holen soll. Und dann ein bisschen Multi-Kamera-Action hier noch einbaue. Mit verschiedenen Perspektiven und all so ein Shit. Aber das muss ich erstmal gucken. Two or more stuffs are needed to enter. Ja, toll. Will you proceed? Yes. Not on file. Commencing with secondary fingerprint verification. Ja. Someone else to help me open the door. Ach Mist. Mach's gut, Poppy. Wenn du wieder reingucken willst, Freitag streame ich wieder. Morgen mache ich Pause, Freitag. Mach's gut, danke dir fürs Zugucken, schönen Abend dir noch. Du hast gehofft, dass ich mich erschrecke. Wenn ich schon nicht so bei dem Spiel hier erschrecke, dann wenigstens so, oder wie? Ach, für 2 Euro erschrecke ich ganz gerne, das ist okay. Das passt schon. Gut, dann vielleicht hier hinter der Tür. Area. Oh, nö. Kamera wieder gerade. Ne? Ich habe leider keine Brandgranaten oder so. Ach, ist das scheiße, ey. Die scheiß Kamera hier immer. Sind jetzt beide down? Sieht mit der Gesundheit aus. Fein. Hm, super. Ah, Moment, kann ich die vielleicht jetzt anzünden? Ha! Da wollt's mich schon wieder peitschen, das Luder. Dieses scheiß Vieh. Na, brauche ich jetzt nicht, ne? Ah. Ey, das sind ja Arschlochpflanzen. Hm, ich
lass mal lieber die Shotgun an. Mein Shotgun-Anzug. Ja. Hallo. Der will sich gar nicht so richtig wehren, scheinbar. Oh, nochmal zweimal grünes Gemüse, super. Ach, ich werde mal zum Öko-Bauer hier. Aber doch ganz angenehm, muss ich jetzt sagen, dass ich mit ihm die zwei zusätzlichen Taschen genommen habe. Das macht es doch schon ein bisschen schöner, hier rumzulatschen. Ich will ja mal nichts sagen, aber diese rosanen Dinger, an was erinnern die euch? Lass mal einfach so stehen, oder? Wer da wohl auf die Idee gekommen ist, dass die Dinger gerade so aussehen müssen. Oh ja. Alter, hör mal auf hier. Bin doch. Hey, geil, Paula. Was ist denn los mit euch? Sehr geil. Danke dir, Paula. Alter, nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt wird's doof. Oh. Mumus, ja, ja, genau sowas. Ja, oder nicht? Sieht doch so aus. Aber echt mal, oder? Ich bild mir das so nicht nur ein. Das Vieh. Ich höre doch noch eins hier. Hier irgendwo um die Ecke, das Scheißteil. Ja, hallo. Ja. Komm her. Mistvieh. So, was liegt hier? Nix. Ey, super. Ihr seid richtig geil heute. 13 Euro, mein lieber Mann. Da kann ich ja richtig shoppen gehen. Nee, aber doch, super. Das geht dann für die Microtransactions bei Resident Evil Revelations drauf, so ungefähr, wa? Nee, ey, ich hoffe es nicht. Ich muss nachher mal unbedingt den Artikel, den Micro gepostet hat, muss ich unbedingt mal reingucken. Das wäre schon übel, ey. Das wäre schon krass. Hallo, benutze mal. Schau das tightly sealed in place. Ah, hier kommt jetzt, glaube ich, ein Speicherpunkt. Den könnte ich nochmal brauchen. Ne? Das wäre schon nicht ganz schlecht, wenn ich hier nochmal speichern könnte. Vielleicht kriege ich es ja heute doch noch durch, oder? Was meint er? Soll ich heute noch so lange zocken, bis ich durch habe? Ja, oder? So lange ist nicht mehr. Das lohnt nicht, dann am Wochenende nochmal anzufangen. Finde ich jetzt mal. So, ich baue mir mal noch sowas. Das kann erstmal weg. Das kann weg. Habe ich noch ein rotes Kraut? Nee. Ja. So. Ich glaube nicht, dass ich das noch wirklich brauche, aber was soll's. Ich habe leider kein rotes, sonst würde ich die ganz gerne kombinieren. So, das geht weg. Da habe ich. Ach, ich habe ja noch Haufen Grüne, ey. Soll ich mir das aufheben und warten, dass ich vielleicht doch noch ein rotes krieg? Ja, ist vielleicht besser. Hä?
Ich habe so viel Heilung jetzt. Och, guck mal hier, wie viel Shotgun-Munition ich habe. Alter. Ey, Quatsch, wie viel Magnum-Munition ich habe. Dann nehme ich jetzt mal die Magnum mit, oder? Oder nicht? Ach nee, komm, ich nehme erstmal die Shotgun. Ist vielleicht besser, ne? So, und dann speichere ich mal noch. Hast mal genauer gelesen, es wird halt schon so sein, dass das Spiel ohne extra. Aber allein die Option für bezahlen. Ja, das ist schon eklig, das stimmt. Das ist schon ziemlich beschissen und ziemlich asozial. Vor allem, wenn du scheiße bist, wenn du einfach das Spiel zum ersten Mal spielst oder einfach schlecht bist, musst du dann wirklich dafür bezahlen, oder? Sonst kannst du das Spiel nicht durchspielen. Jetzt mal angenommen, ich bin wirklich mega kacke in dem Spiel. Warum auch immer. Vielleicht auch nur, weil ich Linkshänder bin und das keine vernünftige Linkshänder-Unterstützung habt. Man hört ja immer hier Rocket Beans Eddie damit rummeckern. Ich kann das schon verstehen. Ein guter Kumpel von mir, der Howie, der auch schon öfters mal, ja, was heißt öfters mal, der hat schon ein paar Mal mitgezockt hier. Aber der ist auch Linkshänder und der hat es auch immer schwer beim Zocken. Weil das ist halt schon nicht so ganz einfach, weil die Controller eben auch alle für Rechtshänder gemacht sind. Und als Linkshänder hat man es da schon schwieriger. Und wenn ein Spiel dann von Grunde her noch schwer ist, also das Krasseste wäre ja Dark Souls, oder? Dark Souls 3 mit... Jedes Mal, wenn du speichern willst, musst du bezahlen. Oder jedes Mal, wenn du deine Seelen zurückhaben willst, wenn du einmal gestorben bist, musst du bezahlen. Das wäre... Kosa, würdest du das dann noch spielen? Ich glaube ja, so wie ich dich kenne, oder? Aber das wäre... Krass. Das wäre... der absolute Gipfel an Frechheit. Na klar will ich die Laboratory Map. Ja, so viel ist hier hinten ja gar nicht. Ja, du bist ja bekloppt, Kosa. Oh Mann. Mogu, mit dem Donaten, das funktioniert, indem du unten unterm Stream hier auf den Donate-Button klickst und dann kannst du mir mit... Oh, was zur Hölle? Dann kannst du mir zum Beispiel mit Hilfe von PayPal oder Kreditkarte geht auch, kannst du mir einen kleinen Betrag spenden und dabei oder damit mich hier unterstützen, damit ich ja, euch ein paar Spiele bieten kann, damit ich weiterhin die Qualität so hochhalten kann, denn auch wenn das hier alles schon sehr schön aussieht, es gibt trotzdem immer viele Sachen, die ich noch gerne verbessern will. Hexmodel. Bist du tot? Nee. Da hat sie es in Einzelteile zerlegt, das Schweinegesicht. Alter, ich mich satt, wenn ich so eine Motte wäre. I can't reach the computer. Wenn ich da draufballer? Ah. Musste ich wirklich die Dinger wegballern? Na klar will ich an dem Computer rummehren. Umbrella... Culture Experiment Room Stuff Registry. Accessing. Enter your username. Guest? Habe ich da schon Hinweis für gekriegt? Oh, was ist das für eine komische Tastatur? Ey, so bescheuert haben sie keine QWERTY-Tastatur eingebaut, ne? Guest. Register your fingerprint. Please wait. Okay, ich warte. Registration abgeschlossen. Cool. War ja easy. Gastregistration 24 Stunden gültig. Nice. Und jetzt? Kann ich damit jetzt hingehen? Was ist denn das hier?
Paula will Krieg. Wieso will denn Paula Krieg? Ja, das stimmt schon, Renji. Ich vermisse es auch so ein bisschen. Das ist schon schade. Das ist aber seit den neuen Konsolen hier ist es noch mal krasser geworden. Also gerade die Day-One-Patches, was man da teilweise noch runterladen muss, damit das Spiel überhaupt mal startet. Das ist schon pervers teilweise. Oh, was ist denn das? Ist das Rotes? Jawohl, sehr gut. Na klar nehme ich das. Sehr gerne nehme ich das. Okay, ich gehe jetzt auch noch mal an die Kiste vorher. Bevor ich hier reingehe, denn ich vermute fast, dann wird hier der Brecheisenmann mit dem hübschen Auge nochmal auftauchen. Mir Hallo sagen wollen. Und deshalb nehme ich dann mal die Magnum mit, weil ich habe ja auch genug Platz. Von daher kann ich das mal machen, denke ich. Wo ist sie denn hier? Ja. Gut. Bin ich doch jetzt bestens gerüstet für alles, was da so auf mich zukommen kann. Ich finde, es kommt immer, ich finde Season Pass nicht grundsätzlich schlecht. Borderlands zum Beispiel, die waren super, die Dinger, die da rauskommen. Bei Battlefield 4 bereue ich es, dass ich da den Season Pass geholt habe, weil ich die Maps alle irgendwie nicht so richtig geil fand. Das war rausgeworfenes Geld, meiner Meinung nach. Ah, Weapon Box Key. Was ist denn das? Magnum Parts! Fuck yeah! Woohoo! Nice! Wie geil! Das ist ja super. Und First Aid, na klar. Sind ja gar keine Zombies. Doch, na klar. Wenn man auf den Zombie spricht, dann kommt er, wa? Na kommt. Das muss wehtun. Hey, mein Freund. Aua. Oh, fuck it. Ich dachte, ich komme noch vorbei. Oh, shit, ich bin aber nicht schon halb tot, oder? Nee, kau schon erst. Okay. Einer hin. Oh, verdammt! Alter, da fehlt mir die Money. Nein, du Penner! Okay, jetzt muss ich mich, glaube ich, heilen, hä? Ja. Warum nicht? Ich habe genug, also was soll's. Dann nehme ich jetzt aber trotzdem erstmal die Pistole, nicht schon die Magnum. Beziehungsweise muss ich die überhaupt killen? Jetzt habe ich doch genug Abstand. Ich muss doch hier garantiert wieder nur P-Room Key. Ach, der Power Room Key. Ah, jetzt komme ich dorthin. Okay, cool. Vom Vessine Research. Habe ich den Behälter schon? Nee. Nochmal her. Ist sie nicht hier? Oh, Kamera aus der Hölle. Eigentlich das jetzt direkt hier gegeben. Oh, nee. Na schön. Gut, dann gehe ich jetzt mal vielleicht zum Power Room, oder? Ja, ich habe die Parts für die Magnum, aber ich will noch warten, bis ich die benutze, bis ich die Magnum leer geballert habe. Noch was? Nee.
bin am Überlegen, wo es das Wässerein-Teil gab, wo ich das einsetzen musste. Die größte Frechheit war Assassin's Creed Unity. Ja, das stimmt, ne? Was ich da schon krass fand, ist, dass du manche Kisten da nur öffnen konntest, wenn du diese blöde Handy-App noch benutzt hast. So was Blödes, ey. Will doch nicht nur immer das Handy gucken, während ich zocke, um dann so eine blöde Kiste aufzukriegen. So ein Schwachsinn, ey. Also ich verstehe ja die Entwickler echt oft nicht. Wenn man auf die Idee kommen kann, dass sowas eine geile Idee wäre. Weiß ich nicht. Ah, scheiße. Wow, der hält aber viel aus. Ob ich die E-Mails lese? Ja, klar. Warum? Was hast du mir da jetzt für eine Liebesbotschaft geschrieben, du? Zahlung wurde gesendet. Muss ich dann mal gucken, du. Sehe ich jetzt hier auch so schlecht, weil es leider ein bisschen klein geschrieben ist und ich, alter Maulwurf, kann das kaum erkennen. ja, na klar, aber Logo lese ich die natürlich. Kombinieren. Ich nehme erstmal wieder die Pistole. Gut. Gar nicht benutzen hier. Das ist ja Quatsch. Da kommt jetzt ein Liebesbrief von dir, Paula. Um Gottes Willen. Sende eine private Nachricht an deine. Was? Bei Twitter habe ich jetzt eine Nachricht gekriegt. An deine Lieblingsperson auf Twitter. Aha. Eine Nachricht an meine Lieblingsperson auf Twitter schicken. Ich glaube nicht, dass die das überhaupt liest, abgesehen davon, dass ich gar keine Lieblingsperson habe. Verdammt, komme ich da überhaupt noch hoch? Das sieht doch zugewachsen aus, hä? Na, es geht. Ah, die Wand der Vaginas. Vagina Wall. Die schönste Wand in ganz Resident Evil. Scheiße. Na, ah, ich wollte eigentlich dran vorbeirennen. Oh Gott! Er umarmt mich zu Tode! Oh Gott, ich bin tot, hä? Ach du Scheiße, ja. Du Dreckspflanze. Stehen die immer wieder auf oder ist das jetzt nur. Diese Mistschweine, hä? Penner. Pflanzenluder. Ey, ich hoffe, das lohnt sich jetzt, der Weg in den Power Room. Ist ja eine gefühlte halbe Stunde, wo ich da hinlatschen muss. Hardline schon an Nagel gehängt habe. Ja, was heißt an Nagel? Ach, ich habe doch hier auch den Master Key gesammelt, oder? Nee, habe ich noch nicht. Hm. Na, was heißt an Nagel gehängt? Das ist halt einfach nicht so richtig geil, ne? Muss man mal ehrlich sagen. Das ist halt eine Mod für Battlefield 4, die auf der One dazu noch in mega kack Auflösung läuft. Also, das ist schon ein bisschen traurig, muss man sagen. Aber ich werde vielleicht am Samstag tagsüber nochmal eine Runde zocken. Aber holen werde ich es mir nicht.
ist einfach Quatsch, also nö. Spare ich mir mein Geld lieber. Was zur Hölle? Ich dachte, die wäre tot, die Alte. My husband. I know what you're looking for. You came for the G-Virus, didn't you? Moin Demios, moin moin. This is my husband's legacy. Now, where's that spy you were working with earlier? You know who I'm talking about. Moin Ricardo, um Punkte zu sammeln, musst du ein bisschen länger zugucken. Das geht nicht so schnell. You're so gullible. She's one of the operatives. Einer fängt an, alle anderen müssen mitmachen. The reason why she came here is to obtain the G-Virus. That's a lie. No, it's the truth. I discovered this when I did a background check on her. She specifically got close to John and became his girlfriend. Nee, es ist ja noch nicht mal Battlefield Version 2. That can't be. Das ist Battlefield 0,5. Du hast noch nicht mal Panzer. Und keine Flugzeuge und nix. Das ist echt ein Mod. Mehr ist es echt nicht. Doch, er wieder. Der Onkel. Onkel, geh weg. Mag dich nicht. Bist zu langsam. Das ist echt cool verhalten, ja. Einer fängt an, alle anderen müssen mitmachen. hier oben war die Kiste, ne? Und unten war der Speicherpunkt. Das werde ich jetzt, glaube ich, mal nutzen. Muss ja nicht unnötig jetzt riskieren hier. Scheiße, Quatsch. Ich muss ja jetzt nicht unnötig riskieren, von dem dicken Blatt gemacht zu werden. Wenn ich wieder zurückgehe, und dann muss ich wieder ewig langlatschen hier. Das ist ja Quatsch. Nö, also das Hardline, das ist das erste Battlefield, was mich wirklich kalt lässt, muss ich sagen. Mich so gar nicht interessiert. Dann lieber nächste Woche Evolve. Das wird schön. Ach, Evolve. Das wird klasse. Wer hat am meisten? Ich. Würde ich jetzt mal beweisen. Beweisen, behaupten. Könnte ich euch auch beweisen, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ricardo, danke für deinen Follow, danke dir. So, wo geht's denn jetzt hin hier? Ne. Ich bin hier mal gespannt, was sich hier hinten dran verbirgt. Willst du mich veräppeln? Ach so, jetzt habe ich ihn so einfach benutzt. Okay, ne? Hm. Noch 6 Tage. Das ist ein bisschen lang, oder? Oh. Ich habe es wahrscheinlich auch schon Samstag da. Aber das nützt ja nichts. Kann man es trotzdem nicht vorher zocken. Oder nur offline. Und das ist ja so pseudo-geil, ne? What the fuck, du hässliche Kröte? Wusste ich doch, dass der Himmler auftaucht. Super, und jetzt? Davon lässt er sich jetzt ablenken. Au, sie hat aber hier eine Feuerpistole. Da ist sie blöd. Jetzt muss ich killen. Wow! Das ist ja brutal! Geht ab, 2,22 €! Danke dir, Paula. Danke. Gerade in diesem spannenden Moment bist du verrückt. Leon, please, escape. Alter Schwede, ist der jetzt in die Lava gesprungen oder was, der Verrückte hier? I can't just leave you behind. Spoiler, sie überlebt. Das kommt da schließlich noch in späteren Teilen vor. Dick Ada, die alte Knatterbraut hier. Knuschen die jetzt oder was wird das?
Haben sie sich jetzt geküsst? Oder ich kann es nur mit der Grafik so schwer sagen hier. Mit diesem Blockbrei. Habe ich was verpasst? Ich tauche im vierten Teil wieder auf und auch später, oder? Oder ist es wieder nicht das offizielle Ende dann hier jetzt? Schon strange. Gibt's doch was. Ihre Haare, daraus können wir sie klonen. Ah, Master Key. Alter Schwede. Das war Mund-zu-Mund-Beatmung. Ich weiß es nicht. Irgendwie, die hätten wir einfach nur kuscheln können, oder? Ein bisschen schwierig hier so den Unterschied festzustellen, finde ich. Oh Mann, ey. Verdammte Axt. Aber warum ist sie denn jetzt tot? Das ist doch Quatsch, hä? Das kann ja gar nicht sein. Es gibt etliche Enden, alternative Stränge, okay. Und da lebt er ja noch. Wie kann denn der aus der Lava entkommen? Das hat nicht mal der Terminator überlebt. Alter. Claire, ist das du? Wo bist du? Ich kann sie auf dem Monitor sehen. Aber never mind that right now. Leon, du musst zurück und get Sherry für mich. Ich habe sie in der Security Office. Toll. Wait a second! What are you gonna do? Where are you going? I still have a few loose ends to take care of. I'm counting on you. I'm counting on you. Claire, are you there? Yoopie-dee-doo-dee-doo-doo. The security office? A security office? Why the fuck is that? I've never heard of it before. I'm some kind of douchebag. Geh doch mal. Alter. Geh doch jetzt. Mann! Der alte Roboter hier. Krass, gibt's also wirklich ein Ende, wo Ada stirbt. Ich hab's geschafft. Oh Gott, ich Frauenmörder, hä? Oder so, Alter. Gar nicht gut, was hier abgeht. Soll ich nochmal speichern? Ja, hä? Ja. Obwohl. Ja. Ich speichere nochmal. Nein, Michael, natürlich nicht. Ist doch Logo, oder? Wisst jetzt nicht, was ich da für Schindluder treiben sollte mit. Das ist doch klar, oder? Also das ist ja... Nein, natürlich werde ich jetzt die Polizei zu dir hinschicken an den edlen Spender. Zum Dank oder so. So, jetzt aber nichts wie raus hier. Ich muss mal aufhören mit den Gummibärchen, aber die Tüte ist bald leer und eigentlich lohnt es dann auch nicht mehr aufzuhören, oder? Habe ich sie schon fast alle gefuttert? Kann ich eigentlich auch weitermachen? Ich kann es mir leisten. Ja, das Ding brauche ich also auch nicht hier. Auch eine Heilung nehme ich mal mit. Wie, jetzt kommt der hässliche Spacken hier wieder. Ja, zum Glück nicht.
Heieiei. Ja, hier muss ich den jetzt noch nicht benutzen, ne? Ich muss ja erstmal wieder hochfahren und dann die Kleine abholen. Dann muss ich wohl hier entkommen oder nicht? Mal sehen. Müsste jetzt hier rechts in dem Control Room sein. Sherry! Dein Vati ist da. Ach, hier ist auch ein Speicherpunkt. Sherry? I've come to get you out of here. I've come to get you! Alter, was sind das für Poster da im Hintergrund? Habt ihr das gesehen? Hallo? Okay, na gut, er haut doch alleine ab. Jetzt das Ding benutzen. Master Key. Ja, na klar will ich den Master Key benutzen. Notfallaufzug. Geil, der kann sogar um die Ecken fahren. Krass. Emergency Passageway is visible. Will you go down? Ja. Ich warte eigentlich auf den großen Endkampf noch. Ja, kann ich wieder laufen? Jo, mach's gut, Renji. Danke dir fürs Zugucken. Gute Nacht. Ich glaube, so viel verpasst du jetzt auch gar nicht mehr. So, da die Tür ein, hat er just Claire should be back soon. Ist das ein Ego oder eine Kiste? So, machen wir mal den Zug hier an, wa? There's an activation lever for the train motor. Cannot be activated due to insufficient power, nicht genug Strom. Na klar, was ist denn das für ein scheiß Zug, ey? Hast du das so sehr im Gedächtnis geblieben? Aber gut, ja, ich kann es verstehen. Das sind solche Geräusche, die bleiben einem irgendwie im Kopf, ne? Kann ich jetzt einen Strom an für den Ding? Das sieht so aus wie so ein Gang. Wird gleich noch was Böses passiert. Ach, hier ist eine Kiste und da glitzert was. Glitzernde Sachen sind doch immer toll. Will you take platform key? Ja, nicht mehr. Was soll ich denn da jetzt so mitnehmen? Ne? Weiter ich nochmal. Ob ich Animes gucke? Nee, nicht so wirklich. Nee. Nee, ich bin ehrlich gesagt nicht so der Mega. Also ich hab mal Bleach habe ich mal längere Zeit geguckt und Naruto sowas, aber ja, nee, eigentlich nicht so. Ist auch immer eine Frage der Zeit, sag ich mal. Ich komme ja kaum dazu, so irgendwie, Game of Thrones müsste ich mal weiter gucken, die vierte Staffel, da habe ich nur zwei Folgen geguckt oder drei, glaube ich. Das müsste ich mal weiter gucken. Walking Dead habe ich auch nicht weiter geguckt. Das ist eben alles auch immer so eine Frage der Zeit, ne? Wann man das einrichten kann, dass man dann sowas noch guckt.
doch hier irgendwo einen Schalter geben oder so. Vielleicht auch nicht. Also welche ich super finde, ist hier, shit, ich komme nicht auf den Namen von dem Regisseur, aber ihr kennt da bestimmt einige. Also hier mein Nachbar Totoro ist zum Beispiel von dem. Oder Chihiros Reise ins Zauberland. Also die Filme von dem, die sind alle super. Oder, was ihr, genau, die ganzen Studio Ghibli-Filme, die sind alle sehr, sehr gut. Die sind alle hervorragend, die gucke ich mir auch gerne an. Oder, wenn ihr richtig schön depressiv mal werden wolltet, dann guckt euch mal die letzten Glühwürmchen an. Der ist sehr deprimierend, der Film, aber auch sehr schön. Aber danach sei dann mit der Welt erstmal fertig für ein paar Stunden, das garantiere ich euch. Sehr, sehr trauriger Film. Mann, das jetzt. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich laufe jetzt einfach mal hier rüber. Ah, hier kann ich hin. Na gut. Storage for high capacity plugs. Will you open it? Ja. Also so Dinger reinstoppen. Joint S-Plug. Ja. Joint N-Plug. Ja, muss ich dann wohl nehmen? Muss ich jetzt noch hier einen Technikerlehrgang machen oder was? Power supply will be cut temporarily. Emergency train will be activated upon restoration of power. Ja, super. Warum ist jetzt der Strom kurz aus? Oh, genau, was geht denn ab? Alter, die Mucke. Sehr geil. Oh! Holy Guacamole! Fuck it, ist der schnell! Ich bin ja gar nicht gewöhnt von dem Penner. Oh! 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 Alter! Wie krass ist der denn drauf jetzt hier? Mann, wie schnell ist er denn plötzlich? Oh nein, wie schlecht! Oh! Ey, fick dich doch! Ich konnte den noch kein einziges Mal treffen jetzt. Scheiße. Ey, leck mich doch. Ich hab viel mehr Heilung mitnehmen müssen. Das an, dass der jetzt plötzlich hier ein Turbo einlegt, wenn er am Fackeln ist. Aufheb dich doch, du alter Kürzer. Okay, jetzt werde ich nicht schaffen. Oh! Oh! Ada, ist das du? What? Hä? Die lebt ja noch. Wie geht denn das? Oh, fick dich doch, du Penner! Wow, ich halte aber auch viel aus. Ey. Nimm doch! Ja, gut, jetzt bin ich tot. Ey, was ist denn das für ein krasses Vieh?
Alter! Ach so, der schwere Mantel ist weg. War das ein Bleimantel? Das würde natürlich einiges erklären, das stimmt, aber er brennt. Ich meine, das müsste einen doch auch langsamer machen oder macht ihn das nochmal zusätzlich schneller? Meine Herren, ey, so ein Mistschwein. Nee, hatte ich leider nicht. Ich hatte nur einmal. Ich habe Barry gekillt. Der ist leider nur einmal gekommen und dadurch war es ein bisschen enttäuschend. Nicht nochmal spielen ist Pflicht. Nee, du. Nee, nee. Bei aller Liebe nicht. Du solltest mich doch kennen, dass ich eigentlich so gut wie nichts zweimal durchspiele. Ja, komm mal, ich spiele den ersten Teil nicht 12 Mal durch, nur weil das Ende anders ist. Da gehe ich auf YouTube und gucke mir die anderen Enden an, oder? Da muss ich mittlerweile dann nicht 50 Mal das Spiel durchzocken. Nur wegen so einem Ende. Wenn es Achievements geben würde, wäre es ja was anderes. Aber hier gibt es ja leider keine Achievements. Nee, wäre es auch nicht. Das wäre mir auch egal. Na gut. Also nochmal. Neuer Versuch mit mehr Heilung. Ja, mehr habe ich ja eigentlich nicht. Ne, mehr habe ich jetzt auch nicht. Eigentlich nur die Heilung. Was soll ich auch mehr haben? Ja, ach komm. 5 Minuten until detonation. 5 Minuten until detonation. Please take your time. Don't haste. The clock will stop at 1 second anyway. Erkennt ihr Galaxy Quest mit Tim Allen, der hier lange Zeit, wie heißt das, wenn man der Raider Hammer gemacht hat? Das ist so eine Star Trek Parodie. Sehr, sehr gut. Sau lustig der Film. Sehr, sehr gut. Und da hast du auch, dann haben sie auch irgendwann so einen Zeitpunkt. Scheiße. Na schön, komm, wisst ihr was? Ich verschwende jetzt mal Abschuss, was soll's, aber ich kombiniere das mal. Da gibt's irgendwann auch so eine Sequenz, wo sie so einen Selbstzerstörungsmechanismus aufhalten müssen. Und dann am Schluss stellen sie fest, dass sie ja das Ding gar nicht anhalten müssen, weil in der Serie hält es ja auch immer bei einer Sekunde an. Und da die Aliens dort das Raumschiff eben nach der Serie nachgebaut haben, hält der Selbstzerstörungsmechanismus natürlich auch immer an. Sigourney Weaver, ja, kann man sich schon gut angucken, ne? Ja, aber Galaxy Quest ist absolut geil. Bei Grotas Hammer und den Söhnen von, ach, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber es ist so bekloppt und so gut. Das ist richtig geil. Allein die Tatsache, dass die Aliens die Serie geguckt haben und dadurch das Raumschiff nachgebaut haben und das funktioniert auch alles. Das ist so eine bescheuerte Idee. Aber so geil gemacht. Sehr, sehr schön. So, jetzt. Alter, wie langsam schießt du das Ding jetzt? Hier. Och, das ging auch schnell. Ada, is that you? Ada! Ada! Wer soll denn sonst sein, du blöden Mann? Hört man da an der Stimme. Die Frauenkenner. Ja, das wird nicht die Frauenkenner. Komm, nimm sie, Alter. Take the Rocket Launcher. Oh, hab ich ein Glück, dass der da auch reinpasst, ey. Kann ich mich damit selbst sprengen, bestimmt, ey. Oh! Bin ich verletzt? Ja, ich hab ja genug. Game over.
Game over, motherfucker. Danke, Crippled-san, für dein Follow. Danke dir. Yeah. Jetzt ist er tot. Hoffe ich. So, okay. Und jetzt? Power already has been supplied to the train. Das ist doch schön. Nice. Gibt bestimmt nochmal ein anderes Ende, wenn ich ihn zerballer, oder? Lass mich mal raten. Das wäre garantiert nochmal ein anderes Ende, wenn ich ihn leben lasse. Oder wenn ich ihn nur mit der Magnum töte, oder nur mit Pistole, oder nur mit Shotgun, oder wie auch immer. Bin ich mir doch fast schon sicher, aber ich wollte es einfach zu Ende bringen. Dann habe ich jetzt mal einen Raketenwerfer genommen. Und ich hätte doch nicht gedacht, dass der mit einem Schuss jetzt kaputt ist. Ich gehe jetzt trotzdem mal noch hier drüben hin, weil da war ich noch nicht. Also hier jetzt am Ding vorbei. Ach, ist eine Kiste hier. Toll. Na schön, ja. Moin Schimpanse, du kommst genau rechtzeitig zum Ende von Resident Evil 2, denke ich. Wir haben gerade den hässlichen Mantelmann bzw. Fireman besiegt. Oh shit. Das ging direkt durch, das Ding. Wie krass. Okay. Ja, du bist kein Scharfschütze, aber. Wo geht's denn eigentlich da noch hin? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Kann ich aber noch gucken, ne? Nix. Die Brötchen aufsammeln. Ja, es sieht so ein bisschen aus, als wären es Brötchenteile, ne? Das stimmt. Das sah so aus, als wäre er in viele kleine Brötchen zerfallen. Device to open the tunnel gate. Will you turn? Ach ja, na klar, muss ich das Tor auch öffnen. Logo, sonst wären wir wahrscheinlich auch nicht rausgekommen, ne? So. Muss ich jetzt noch den Zug anschieben oder klappt das von alleine? Und ist Claire vor allem noch da? Jetzt erwarte ich gleich geilen Schweinerock. Ich habe das in irgendeinem Game One Podcast mal gehört, dass jetzt gleich so ein geiles Auto kommen soll. So schön geschrammel. Jetzt voll Bock drauf. Will you move the lever? Ja, na klar. Claire nehmen wir nicht mit. Claire, lass mal da. Jawohl! Nichts wie weg hier. Oh, ach nee, genau, sie springt ja auf, stimmt. Claire, oh yeah. Moin Arzt, moin moin. Oh. Nice. Sherry's unconscious. I have the antidote. If I give it to her. Verpass ihr das Zäpfchen. Claire, what's happening? Not now. Come on. Halt die Schnauze. Wake up, please wake up. Ja, das sieht ganz okay aus, ne? It worked. Oh Sherry, you're gonna be okay. Thanks, Mami. Wirst du mich jetzt adoptieren? No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Schweine, Rock, komm, wir wollen Geschrammel. Goodbye, Ada. What? Alter, warst du das jetzt noch nicht? What the fuck? Alter Schwede.
Okay, krass. Ich dachte, ich hätte schon durch. Ey, lebt er jetzt noch oder was? Hört mir da auf, Leute. Warning. Biohazardous outbreak imminent. The emergency system has been activated. This train will detonate. What? Repeat, this train Alter, ihr spinnt wohl. Zug sprengen, ihr habt doch eine Meise. Ah! What's wrong? I don't know. The door won't open. Story-Twist, ne? Aber hallo. Dum, dum, dum. Cool. Finde ich ja geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nachladen. Ganz dringend nachladen. Können die hinten speichern? Der Zungenmann! Nee. Mr. Tentacle. Thaddeus Tentakel. Ey, wenn ich jetzt immer noch dieser Mr. Perversum ist. Alter, was ist das denn für ein Haufen Scheiße? Die stachelige Monsterwagen. Lass mich bitte ballern hier. Alter. Oder was? I can put my friends in danger. I have no choice but to stop the creature here. Oh! Warum wählt er denn da die Waffe ab? Zerplatzen. Alter, jetzt geh da raus aus der Soße. Bist du blöd? Geht alles, Michael. Geht alles. Oh Mann, ey. Ja, abkoppeln! Los! Warning, warning. The self-destruct system has been activated. Each train compartment will detonate sequentially. Oh, Alter. Immer noch das Schweinevieh. Was geht denn jetzt? What the fuck? Hey, ist er jetzt schon tot oder was? Leon, where are you? Oder hat er sich jetzt irgendwie versteckt? Wonderful. Ey, das ist schon ganz geil. Also damals war das bestimmt der absolute Hammer, das glaube ich schon. Ja, lass die Zeit. Sherry! Leon! What? Push the switch over there! Ja, dort drüben! Ah ja, lesen hätte auch geholfen. Wow, Torfe. Finally, the exit. Are you alright? I'm okay. Where's Claire? Das Monster ist da immer noch am Rumschleim, oder? Ich guess we all made it.
won't quit. Come on, we have to get out of here. Run! Geil. Nice. Jawohl, da bläst sie raus. So, it's finally over. Sherry, you look terrible. No worse than you, Claire. Come on, time to leave. Now? What's wrong? Is something following us? We have to go. We don't have any time to waste. Go? Where? Hey, it's up to us to take out Umbrella. Fuck yeah! Darauf habe ich gewartet. Geil. Sehr schön. Nice. Sehr schön. Ach, herrlich. Das hat sich doch nochmal gelohnt. Okay, ja, doch. Das war, da war ich doch ganz froh, dass ich es ein zweites Mal durchgezockt habe. Sehr schön. Hat sich gelohnt. Geiles Ding. Die Zwischensequenzen sehen immer noch gut aus. Also, das Spiel ist jetzt wie alt? Gut und gerne fast schon 20 Jahre. 99. Na gut. Altes Ding, aber immer noch sehr schön, muss ich sagen. Doch, hat wirklich eine Menge Spaß gemacht. Echt, hätte ich nicht gedacht. Ich habe die Dinger so lange im Regal stehen gehabt und konnte mich nie dazu durchringen. Also ich bin wirklich froh, dass ich das jetzt nachgeholt habe. Die ersten zwei haben wir durch, genau. Und das heißt, als nächstes kommt Zero. Wo habe ich das Ding denn? Hier. Genau, als nächstes kommt Zero. Entdecke die Wurzeln des Bösen. 23. Juli 98, der Tag, bevor der tödliche Virus in Raccoon City freigesetzt wurde. Ist ein Plan, wa? Zwei Discs? Sieht gut aus. Ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Mit Rebecca Chambers und Billy Cohen. Seht ihr das mit so einem schönen Fukuhila? Das hatte noch Style, die Charaktere damals. Das hatte noch echt einen Style. Nee, ich denke, ja, ich mache wirklich Resident Evil Zero als nächstes. Sonst geht man der Story so weit vorwärts, denke ich. Da ist es ganz gut, dann so den nullten Teil als nächstes Mal zu machen. Wann? Ja, das ist eine gute Frage. So, zeig mal her, wie sieht denn das aus? Komm, das muss diesmal besser als ein D sein, hä? Na? D, ach komm! Bullshit, so schlecht war das doch jetzt gar nicht. So ein Quatsch, ey, D. Naja. Moin Gooseman, hallo, moin moin. Zero ist der schwächste von allen. Naja gut, dann das werden wir sehen, ich würde sagen, das finden wir raus. Ich kann das nicht sagen, bevor ich es nicht gespielt habe. Ich habe Zero zockt. Ich habe hier noch ein Savegame drauf, ich fange natürlich von vorne an, klar. Claire A und jetzt in Rot geschrieben, das heißt ich kann jetzt hier Hardcore. You can play another scenario if you make a new save data, okay. Was für ein cooles Bild hier. Im Hintergrund, sehr schön. Das geht aber besser. Ja, da hast du durchaus recht, Ghost. Besser geht immer, ne? Mehr war jetzt bei mir nicht drin. Wieso denn schon wieder speichern? Bäh? Arrange. Aha. Ah, Fragezeichen.
X-Battle 1, okay. What? Stars Member Brad became a living dead. Ach, jetzt erzählst du noch, was hier passiert ist, oder was? Geil, Brad war der Hubschrauberpilot, ne? Reach the police station without getting any items. Ah, okay, das sind jetzt sogar noch Tipps hier. Ja, was ihr mir auch immer so gesagt hattet. Cool. Das ist ja krass. Ey, sehr schön. Nee, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber Resident Evil 2 haben wir durch. Den ersten haben wir auch schon durch. Das heißt, am Wochenende. Am Wochenende auf jeden Fall Resident Evil Zero. Morgen nichts. Morgen mache ich Pause, wie immer donnerstags. Dann am Freitag ist eigentlich Multiplayer-Abend. Mal gucken. Also Sonntag auf jeden Fall. Sonntagabend, vielleicht Sonntag tagsüber schon. Da auf jeden Fall Resident Evil. Und am Freitag weiß ich noch nicht. Einfach hier followen. Ihr wisst ja, wie das läuft. Wenn ihr mir noch nicht followt, einmal auf den Follow-Button hauen. Dann wisst ihr, wann ich das nächste Mal zocke. Follows sind geil. Follow macht Spaß. Spenden machen auch Spaß. Deshalb vielen Dank nochmal Paula, Micro und Cosa. Vielen Dank für eure Spenden heute. Die werde ich, glaube ich, dann gleich in Resident Evil 3 auch investieren. Ich denke, da sind sie ganz gut investiert. Und was ich am Freitag streame, das erfahrt ihr am ehesten wahrscheinlich auf xboxfront.de. Einfach mal drauf gehen und ein bisschen News angucken. Der Chef hat heute die Seite ein bisschen überarbeitet. Gefällt mir besser so. Größere Schrift. Für uns alte Leute, Sonic, war, ist das gar nicht so verkehrt. Nee, doch, sieht echt besser aus, ist übersichtlicher. Man kann es besser lesen. Feine Sache, die Bilder sind größer. Moin, moin, Camillo. Ihr kommt alle ein bisschen spät, leider. Das tut mir ein bisschen leid, aber das nützt ja nichts. Gameskiller, danke für deinen Follow. Danke dir. Na gut, ich mache jetzt Schluss. Ich danke euch fürs Zugucken. Mir hat das viel Spaß gemacht. Die guten alten Klassiker hier. Ich bin gerade am Überlegen. Vielleicht Silent Hill, wenn ich die hier durch habe. Mal gucken, ich lasse mir das durch den Kopf gehen. Gibt ja noch genug Spiele. Jetzt ab zu den Boden, genau. Da gucke ich jetzt auch noch ein bisschen zu Micro. Dann sehen wir uns dort. Gute Nacht. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Die Woche ist fast geschafft. Nicht mehr lange. Dann ist Wochenende. Ja, followen. Xbox Front besuchen. Gut schlafen. Und bis Freitag, wir sehen uns, reingehauen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.